Hallo zusammen. Ich habe mal jetzt eine Nacht durchgemacht und was mich schon lange immer verwundert hat, wie das mit den Eiern hier so abläuft im Landwirtschaftssimulator, ist ja eine müßige Sache, die ständig da einzusammeln, ständig da hinterher zu rennen und das dann auf der Bjarnholm sind es dann 30 Stück. Okay, kann man sich jetzt drüber streiten, wie sinnvoll das ist. Nun, was habe ich gemacht? Wir gucken uns mal an, wie es bei mir denn so eiertechnisch aussieht. So, ich habe 300 Hühner, ein Gockel ist noch dabei und die haben gerade 25 Eier bisher gelegt. Und ich habe gemacht, wenn wir jetzt in den Shop gehen, zu finden unter Diverses, gibt es den Eiersammler. Man lockt da eine Kolonne von Heinzelmännchen an. Den kaufen wir jetzt mal. Das ist ein platzierbares Objekt. Sagen wir mal, hier steht es recht geschickt. So, was passiert jetzt? Wir wollen noch mal reingucken. Ich habe die Unterhaltskosten, die sind 1000 Euro pro Tag. Man muss da ja für Kost und Logis sorgen. Und ja, ansonsten ist es vielleicht zu viel. Ja, ist es fast schon Cheat. So, aber für meine 300 Hühner, da lohnt sich das. So, jetzt gucken wir mal wieder in die Eier. Jetzt sieh da, was ist passiert. Die Eier wurden aufgesammelt und sind jetzt in meinem Rucksack. Nämlich diese Heinzelmännchen sammeln alle Minute die Eier ein. Das machen die ohne Zutun. Jetzt lassen wir mal. Spulen wir mal vor. Gucken rein. So. Jetzt ist noch keine Minute vergangen. Also liegen noch 129 Eier da. Wir warten jetzt mal die Minute. Gucken links oben, wo das Eiersymbol dann manchmal kommt. Trinken einen Schluck Kaffee. Freuen uns, dass die Urlaubszeit begonnen hat. Und irgendwann ist dann die Minute da und zack, ist da irgendwas mit Eiern passiert. Und siehe da, die fleißigen Kameraden haben die einfach so eingesammelt. Jetzt ist es so, dass ich 1080 Eier legen lassen kann. Ihr kennt es ja bei den Schafen zum Beispiel, wenn die Palette nicht weggeräumt wird, dann zeugen die Schafe keine neue Wolle. Genauso ist es mit Eiern. Also wenn man da nur 30 Eier legen lassen kann und dann muss man sie einsammeln, dann ist es ein bisschen kritisch mit dem Fast Forward arbeiten zu lassen. Also ich kann da jetzt nicht einfach Fast Forward 5 Tage warten und die Kollegen sammeln die Eier ein und alles ist schön. Das geht nicht. Aber so für einen normalen Spielverlauf. Ich halte das jetzt auch für keinen Nachteil. Und die sind immer sauber am Arbeiten. Trinken nebenher noch ein paar Bierchen. Das kostet dann eben die 1000 Steine am Tag. Aber jetzt warten wir nochmal einen zweiten Tag ab. Geben wir mal so ein bisschen Achte. Und 308 Eier da. Machen wir uns mal auf den Weg zum Eierverkaufsstand.
Bis dahin werden die bestimmt mal wieder ans Arbeiten gehen, die fleißigen Jungs. Gucken wir mal, ja, da waren sie. Ja, auf die kann man sich verlassen, ja. Punkt, genau. Und ich verkaufe meine Eier und habe 14.000 Hacken. Habe also jetzt bezahlt für die 300 Hühner Unterhalt. Dann muss ich noch für meine Kameraden bezahlen. Aber im Großen und Ganzen mache ich ein bisschen Plus. Ja, das war's schon. Das ist der Mod, den ich mir am sehnlichsten erwünscht habe. Ich hoffe, dass er euch ähnlich viel oder dass er euch ähnlich gefällt wie mir und wünsche euch schöne Feiertage. Ciao, Eisbach.